War das, wir fangen jetzt an. Nein, ich habe nur meine Stimme bereinigt. Ich hab's dir doch gesagt, Cal, Nikki geht's gut. Ja, und jeder hätte Werkzeug hier runterschleppen können. Das hätte nicht ich sein müssen. Tja, irgendwer hat es sein müssen. Und du kennst diese Triebwerke nun mal am besten. Erwartest du eine Sonderbehandlung, weil du meine Frau bist? Wie würde das aussehen? Ist mir egal! Hopp beim Zylonensender. Heute ist der Jan nicht da. Aber Mario. Alle Hopp, sagst du deshalb? Der ist auf Eiersuche. Hallo. Hallo. Und hallo Phil, du hast ja schon dazwischen gequasselt. Hallo. Entschuldigung, du hast mich so verwirrt. Hallo Jan. Eiersuche. Quatsch, hallo Ben. Hallo. Wir fangen nochmal an. Nein. Hallo Jan. Auf Eiersuche. Ja, ich wollte mal was Neues, Hippes bringen und dürfte ja, mir super funktioniert. Alle Hopp ein. Wie die jungen Leute heutzutage reden. Alle Hopp, Jungs. Alle Hopp, Jungs. Ja. Das klingt wie die typische Jugend. Was sagt denn die typische Jugend? Fick keine dich. Ahnung, keiner von uns ist jung. Ibims, der Zahlensender. Vom Podcast her. Das war doch schon ganz gut. Das war schon ganz gut. Sehr nah am Original. Verdammt nah an der CD. Ich habe gerade einen riesigen Fehler gemacht. Oh nein. Ja, ich auch. Was habt ihr gemacht? Na gut, Phil, du zuerst oder ich? Ja, ich also, bin hier. Ja. Da ich ja den Junggesellenabschied für meinen besten Freund organisiere, schreibe ich halt jetzt ein paar Clubs an und frage immer, ja, ob man schon reservieren kann. Und ich glaube, ich habe gerade unabsichtlich einen schwulen Club angeschrieben. Ich weiß nicht, ob das so gut ankommt jetzt bei den anderen Freunden. Wieso? Und, doch, ich glaube, das kann doch lustig werden. Das glaube ich nämlich auch. Also ich war schon ein paar Mal bei denen. Schreiben. Aber. Ach, denn. Ach, dafür hast du jetzt keinen von deinen Knöpfen bereit, ja? Bäm. Ja, das, ja, ich habe nicht dran gedacht. Aber jetzt weiß ich es ja wieder, dass ich Knöpfe habe. Bei schlechten Witzen? Dann solltest du dich damit doch genauso gut auskennen. Warte doch mal ab, was die zurückschreiben, Mario. Ich würde das nicht kategorisch aussortieren. Nein, das meine ich nicht. Aber ich glaube auch, dass das lustig ist. Ich war ja schon ein paar Mal. Es ist echt lustig dort. Kann ein Junggesellenabschied nur besser machen. Finde ich auch. Da gab es ja letztes Jahr dieses krasse Drama, weil da dieser Schotte monatelang gesucht wurde, nachdem der einen Junggesellenabschied in Hamburg gemacht hat für seinen Bruder und dann war er weg. Und dann haben sie den monatelang gesucht und irgendwann haben sie ihn, glaube ich, aus der Elbe gefischt tot. Siehst du, Mario, Aha. Es kann nur gut werden. Wow. Okay. Du bist gute, lockere Motivator. Stimmung. Habt ihr das war nicht verfolgt? Nein. Das war so ungefähr vor einem Jahr, genau. Immer. Aha. Oh. Aha. Ich weiß nicht mal, was ich vor ein paar Tagen gelesen habe. Ja, und das Seltsame ist sogar, dass sie ihn zweimal aus der Elbe gefischt hatten schon vorher und dachten, sie hätten ihn jetzt gefunden und dann haben sie festgestellt, dass wieder reingeworfen. Nee, es war jemand anderes. Sie haben zwei Leute in der Elbe gefunden, die niemand vermisst hat bis dahin. Ach so. Ja, das passiert manchmal. Wo ist das? Ich dachte, der hat vielleicht weil Hamburg auf irgendeinem Schiff angeheuert, weil er dann doch nicht heiraten wollte. Nein, das war ja der Junge, glaube ich, von dem, der heiraten wollte. Ach, der Bruder von dem, der heiraten wollte. Der Junge. Naja, gut.
Dann kommen wir zu etwas Erfreulicherem. Kommen wir zu Battlestar Galactica. Mein Augenlid zuckt der, heute schon den ganzen Tag, verdammt nochmal. Ich habe so ein zuckendes Augenlid heute. Ich habe mal gelesen, dass es gut ist. Das ist gut? Das nervt. Also, ich bilde mir ein, ich habe gelesen, es ist gut. Für was soll das denn gut warum sein? Warum soll das gut sein? Das geht total auf den Sack. Ich weiß nicht. Vielleicht heißt eine Mücke, um dass mein Auge schwirren wird. Nerven wird funktionieren oder so. Ich weiß nicht. Kann jetzt ja, aber das merkt man doch dann. Also spätestens nach dem dritten Mal kann man auch sagen, ja, funktioniert. Ist gut. ist das ein Zeichen für einen Mangel an irgendwas? Oder ist das ein Zeichen für Stress? Ich weiß nicht. Also bei mir ist es ein Zeichen für Stress. Ja, das liegt nur an euch. Wegen euch zuckt mein Auge. Was? Nein, sag sowas nicht. Na gut. Okay. Echt? Schluck deinen Stress runter wie jeder andere. Dann kann es jetzt losgehen. Da gibt's Medikamente für. Also doch ein Mangel. Ein Mangel an Medikamenten. Genau. Ich glaube, es liegt am Alkohol. Ich habe schon... dir fehlt Alkohol. Ja, ich bin unterhopft. Ah. Unterhopft, okay. Ich habe jetzt schon seit 28. März kein Alkohol mehr zu mir genommen. Warum das denn? Nur so, das hat sich nicht ergeben. Sehr seltsam, was da los war. Und jetzt habe ich gesagt, jetzt trinke ich keinen Alkohol mehr bis Ostern. Jetzt bin ich schon so weit gekommen. Ist Ostern Fastenzeit? Nee, dann endet die doch, dachte ich. Ach, ich weiß das immer nicht. Das ist doch, ab Karneval ist doch Fastenzeit. Keine Ahnung. Ach, deshalb lässt man da nochmal die Sau. Ja, dachte ich. Weiß ich auch nicht. Ja, ich... Ich bin doch nicht katholisch. Ich auch schon lange nicht mehr. Und auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Dein Auge zuckt. Mein Auge zuckt immer noch. Du brauchst Alkohol. Genau, vielleicht bin ich unterhopft. Ja. Und ich halte es jetzt noch bis Ostern durch, wollte ich sagen, ohne Alkohol. Sei denn, ich trinke morgen welchen. Das könnte passieren. Dann lass es ja. Ja. Ja, Jan, wie geht's dir so? Ah, ist ja nicht da. Gehopft wie gesprungen. Alter. Gut, fangen wir mit Battlestar Galactica an. Ja, bitte. Die aktuelle Folge ist die Folge 15 der dritten Staffel und heißt auf Englisch A Day in the Life, auf Deutsch bis nächstes Jahr. Und Regie führte Rod Hardy. Geschrieben hat das Ganze Mark Verheiden, den wir schon sehr oft bei Battlestar Galactica gehört haben, zuletzt bei Das Auge des Jupiter. Erstausstrahlung war am 18. Februar 2007 und wir sind aktuell bei 41.398 Besatzungsmitgliedern oder übrige Menschen. Die Zusammenfassung hat Ben vorbereitet. Ja, das ist richtig. Ben Kenobi. Wow. Mm. Passend zur neuen Star Trek Discovery Serie. Hä? Folge. Egal. Ja, genau. Also die Folge hat mehrere kleine Handlungsstränge, so wie wir das immer kennen. Größtenteils dreht es sich um Galen Tyrrell, also Chief Tyrrell und seine Frau, die während sie eine Luftschleuse reparieren, darin gefangen werden, weil sich die Luftschleuse schließt und anscheinend ein Leck hat und sie drohen darin langsam zu ersticken. Und der Rest der Crew versucht eben, sie zu retten. Die anderen Handlungsstränge beziehen sich auf Admiral Adama, der nämlich am heutigen Tag, an seinem Hochzeitstag, sozusagen in den Erinnerungen an seine offenbar verstorbene Ex-Frau schwelgt. Und anhand von Fotos und ähnlichen Erinnerungen immer wieder Visionen von ihr hat, wie er quasi fiktiv den Tag mit ihr verbringt. Woanders auf der Galactica plant die Präsidentin immer noch die Verhandlung gegen Gaius Balta und hätte gerne, dass Lee Adama einen großen Anteil an dieser Verhandlung hat und bittet eben den älteren Adama, seinen Sohn, darauf anzusetzen. Sehr gute Zusammenfassung. Finde ich auch. Das war's. Vielen Dank, Ben. Ja, schon vorbei. Bis zum nächsten Mal. Ja, ich sag doch, sehr gute Zusammenfassung. Auf das Wesentliche konzentriert. Finde ich auch.
Ich wollte ja noch nicht vorwegnehmen, ob sie gerettet werden. Was ich interessant fand, ist, dass du das mit Turtle und der Luftschleuse als Haupthandlung bezeichnest. Das habe ich mir auch gedacht. Mir ging es nämlich anders. Mir auch. Okay. Wenn man schon vom Titel ausgeht, der bezieht sich ja eindeutig auf Adama. Ja, das ist richtig. Das war für mich auch der, es sei denn, der Handlungsstrang, der mich am meisten. Ja, es sei denn, Tyrell steckt jedes Jahr um die Zeit in der Luftschleuse. Ja, vielleicht haben die auch Hochzeitstag gehabt, man weiß das es kann ja sein. Ja, das nee, also tatsächlich war es für mich, ja, ich verstehe, was ihr meint, aber für mich war es tatsächlich anders, weil mich dieses ewige in der Vergangenheit Rumgeschwelge des Admirals irgendwann noch genervt hat. Ja, das ist ja irgendwie, echt? Machen die das, ja, ich weiß nicht, also das machen die ja immer so ein bisschen nervig bei Galactica, die immer nee, wenn also die so zurückblenden und so, ne? Ich meine gar nicht den Vergangenheitsteil, den ich interessant fand, sondern so dieses diese kurzen Einblicke in sein Leben als Admiral und wie er da so die großen und kleinen Herausforderungen meistert die ganze Zeit. Ah, okay. Das fand ich interessant. So wie er versucht, die Namen auswendig zu lernen von irgendwelchen Crewmitgliedern und wie er immer darauf achten muss. Das war ja ein großer Teil dieser Zwiegespräche mit seiner Frau. War jetzt ja gar nicht in der Vergangenheit schwelgen, sondern mit ihr aktuelle Herausforderungen erörtern. Und das fand ich schon interessant. Mhm. Aber fangen wir doch mal vorne an, sonst sind wir gleich schon durch. Okay. Ja, dann fangen wir an. Ja, es geht los mit, ich weiß es schon wieder gerade nicht mehr, das war ja schon gestern. Es geht los mit... Nee, es geht mit Adama. Es geht los mit Adama, dass er aufwacht, genau. Wie er von Tai besucht wird und so seinen Tag beginnt, irgendwelche Statusmeldungen abfragt und gegenzeichnet, da sein Kaffee gebracht kriegt von Private. Ja, da habe ich mal eine Frage. Ja. Und zwar, da wacht natürlich, also der Adama wacht halt auf aus diesem Tagtraum und dann kommt halt der Colonel Tai rein und dann redet er kurz, dann schaut er zu seinem leeren Bett, schaut dann wieder den Adama an und sagt, alles Gute zum Hochzeitstag oder irgendwie so. Mhm. Was hat denn das Bett jetzt damit zu tun? Ja, ich habe nämlich das jetzt nicht verstanden. Zuschauerverarschung, oder? Weil man vorher ja diesen Rückblick gesehen hat, wo Adama mit seiner Frau im Bett lag. Aber das war ja ganz offensichtlich nicht das Bett, weil da Sonnenstrahlen reinkamen. Ja. Und dann hat man nur noch mal gesehen, dass dann Tai dahin blickt. Weil man da erst dachte, liegt da jetzt noch die Präsidentin oder so in seinem Bett. Die jetzt blond ist. Okay, dann war das nur so gemacht, gut. Das hat mich ein bisschen irritiert. Aber dass auch Tai reinkommt, das heißt, sein alter Kumpel, der weiß genau, wann er Hochzeitstag hat und weiß, dass er da, dass ihm dieser Tag irgendwie was bedeutet und will ihn jetzt entlasten und sagt nämlich ja auch, er tut so, als wäre er da nur zufällig da, er ist nur da, weil er nicht schlafen konnte und will sich nützlich machen. Und ich glaube, das war aber schon Berechnung, weil er Adama eine Freude machen will und sagt dann, ich kann das heute so ein bisschen übernehmen. Und dann sagt er aber, Adama ist ein Tag wie jeder andere. Ich mache das Gleiche wie sonst. Und das macht er ja dann auch. Genau. Ortswechsel. Wir befinden uns im Quartier von, wie heißt eigentlich Turtle nochmal mit Vornamen? Galen, oder? Galen. Galen Turtle, Chief, ja. Chief. Da fand ich schon den Blick auf ihn gut, wie man ihm so zuguckt, wie er von, ich weiß nicht, woher er kommt, aus der Bar oder aus dem Bad oder was auch immer, wie er so einen kleinen Moment innehält, bevor er so die Leiter hochkraxelt und so ganz tief durchatmet. Man sieht so, er freut sich richtig darauf, wieder zu seiner Frau und zu seinem Kind zu kommen. War das jetzt ironisch gemeint? Ja. Ich habe es nämlich tatsächlich die Szene nicht mehr im Kopf. War ja, das so? Ja, das war ironisch gemeint, weil er halt so, oh, jetzt muss ich wieder da rein und das wird wieder anstrengend werden. Echt? Und wieder, okay. Ja, aber das ist ein bisschen komisch, oder? Das ist ja so plötzlich gerade so aufgesetzt. War ja, nee, war es nicht, weil auch in dem Rückblick kam ja nochmal der Satz vom Chief hier so wie war das auf Klingonisch? Wie heißt denn?
aufs Neue. Two marriages, the reason why we build bars. Ach so, das kam nochmal. Okay. Ja. Also es kam ja schon dass er so ähnlich eine ähnlich gesunde Beziehung zu seiner Frau hat wie Apollo oder Starbuck. Also bei Starbuck ist natürlich ein Mann. Ja. Ja, zu seiner Frau oder weil er mit seiner Frau nichts mehr unternimmt ohne das Kind. Ich glaube, das war es eher, weil später sagt er ja noch, gesteht er ihr ja dann noch so, er wäre selbstsüchtig gewesen, dass er sie mit eingeteilt hat, weil er mal mit ihr irgendwie was. Ja, weil ihn halt so der Alltag so fest im Griff hat. Ja. Und bis dahin hatte ich immer gedacht, dass das jetzt irgendwie sehr aufgesetzt war, wie er gehandelt hat oder wie er sich gegenüber Kelly benommen hat, weil der ja sonst nie so arschig war wie jetzt. Das war doch irgendwie, der war doch irgendwie gegenüber ihr ganz anders drauf als sonst, fand ich. Ja, aber Dauerstress. Ja. Also erst fängt dein Auge an zu zucken und dann machst du irgendwann so was. Ja. Ja gut, aber genau, also jetzt kündigt er hier eben an, dass die beiden eingeteilt sind oder dass er sie selbst eingeteilt hat, um Viper oder so zu reparieren. Nee, die Luftschleuse. Die Luftschleuse zu reparieren, damit man darin Viper reparieren kann. Sie wollten doch da drin die Schiffe reparieren, oder nicht? Das ist doch völlig egal. Irgendwas soll repariert werden. Sie musste etwas reparieren. Weil er sich dafür aber freiwillig gemeldet hat, weil irgendjemand anders ausgefallen ist. Und okay. Das ist ja nicht der Punkt, wogegen sie jetzt einen Hammer hauen sollen. Auf jeden Fall, genau, auf jeden Fall will sie nicht, dass das Kind schon wieder in die Kinderkrippe kommt, weil das schon so oft in der Kinderkrippe ist, weil sie so viel arbeiten müssen. Ja. Mhm. Dabei gibt es doch für sowas Kinderkrippen. Eben. Man könnte auch einfach nur Geld zahlen. Ja. So, und das tut er dann, er bringt sie weg und dann gehen sie in die Luftschleuse 12. In die Luftschleuse 12. Das ist ja, die Luftschleuse 12. So hat genau weißt du das. Ja, natürlich. Hast du nicht aufgepasst? Nein. Das ist die Luftschleuse 12. Aha. Da gibt es noch ein drittes Crewmitglied. Die kannte ich jetzt gar nicht. Oder kennt man die? Die steht auf der anderen Seite von der Schleuse hinter dem. Mal kam sie schon vor. So. Ja, von Neu-Caprica kennt man die. Die war auch im Widerstand. Okay. Mhm. Das ist, glaube ich, Seelix, oder? Seelix, ja. Nicht zu verwechseln mit Neelix. Ja. Nah dran. Und der Sohn heißt Niki, der jetzt in der Kinderkrippe ist. Genau. Ja, und dann unterhalten sie sich eben weiter oder streiten sich auch weiter, während sie da so routinemäßig Dinge tun und das haben wir auch am Anfang eingespielt, genau diesen Streit, weil Kelly nämlich der Meinung ist, dass ihr Sohn zu oft in der Kinderkrippe ist und sie, warum sie das jetzt hier machen müsste und er meint halt, ja, irgendjemand muss es tun und bla 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 bla. Und dieser Streit wird aber dann jäh unterbrochen, weil die Tür zugeht und dann flaumt der Chief erstmal Seelix an. Seelix sagt aber, sie hätte nichts gemacht und dann stellen sie fest, dass die Tür zugeht, automatisch, wenn der ein Druckverlust in der Luftschleuse stattfindet, was ja auch durchaus sinnvoll ist, weil sonst läuft das Schiff ja aus. Ja. Ja. Hatten wir ja auch schon öfters mal sowas, dass Türen einfach zugehen. irgendwann hatten wir das auch mal, wo Apollo und so in so einem Raum waren, in diesem Schießraum, glaube ich. Ja, genau. Ja. Wo dann die Luft abgesaugt wurde. Genau. Und das Problem ist, dass man die Tür nicht mehr überbrücken kann, warum auch immer. Also eigentlich müsste es ja da so ein großes Drehrad geben an dieser Tür, weil das ja auch noch so ein untertechnisiertes Schiff ist und man müsste die Tür wieder aufmachen. Aber offensichtlich geht das nicht. Ja, die sagen irgendwann später, dass irgendwie noch mehr kaputt ist, als sie eigentlich gedacht haben. Also rein zufällig ist das wohl auch kaputt. Ja. Karma und so. Habt ihr das gehört? Mhm. Da war das Knacken. Ganz wieder. Kurz. Ja, genau, ich hab's gehört. Ich weiß nicht, woher das kommt.
Doch, ich weiß, woher das kommt. Dein Augenlid. Nein. Das Zucken meines Augenlids. Der Wind, der dadurch entsteht. Ich sehe gerade, wodurch das kommt, glaube ich. Oh. Dann klär uns auf. Erleuchte uns bitte. Oh, ich habe mein Pad an, um hier Slack zu gucken. Und das läuft auf Telefonnetz und nicht auf WLAN. Ah. Jetzt müsst's wechseln. Telefonnetz. Auf drahtlos Telefonnetz. Drahtlos. Auf die Netz. Die drahtlose Netz. Aber jetzt ist weg. So. Weg. Genosse Präsident. So, gleichzeitig ist der Präsident aber bei Laura Roslin und sie unterhalten sich mal wieder über... Der Präsident? Gleichzeitig ist Adama unterwegs bei Laura Roslin und sie unterhalten sich über den bevorstehenden Prozess von Balta. Mhm. Genau. Ja, da ging es, glaube ich, darum. Ach, Entschuldigung, ja. Ja, ich wollte nur sagen, der Raum kommt mir bekannt vor. Da stehen wieder überall diese ganzen Flaggen rum, des Zwölferrats. Also sie scheinen wieder diesen Raum etabliert zu haben. Ja, genau. Der kam schon lange nicht mehr vor. Ja. Eben, ja. Den Zwölferrat brauchen wir auch nicht mehr. Den gibt es ja auch nicht mehr so richtig, oder? Ich weiß nicht, ob der wieder neu aufgestellt wurde. Wir haben, glaube ich, einfach nicht so viel Politik gesehen in den letzten. Mhm. Das stimmt. Du wolltest was zur... es ging ja nicht nur darum, welches Gesetz willst du jetzt eigentlich anwenden und welchen Prozess soll er denn kriegen, von welchem Planeten, weil es gibt ja mehrere Kolonien und auf jede Kolonie ist natürlich sind die Gesetze natürlich anders. Welches kannst du jetzt anwenden, also wie kannst du juristisch vorgehen? Und da will Roslin halt jemanden Unabhängigen einsetzen. Quasi, also ich habe so verstanden, sowas wie das Beste so rauspicken oder so, oder einfach das ultimative Gesetz raushauen und alle Kolonien zufriedenstellen oder so. Genau, am liebsten würden sie ihn ja den Zylonen wiedergeben, aber die wollen ihn nicht mehr haben. Ja. Aber das geht nicht. Ja, und das schlägt sie Lee vor. Und wir wissen ja, dass eigentlich der Großvater eigentlich Jurist war, also ein Anwalt. Und der alte Mann meint halt so, ja, ich glaube nicht, dass Lee zustimmen würde. Würde nicht so taugen. Nee, er sagt ja trotzdem zu. Sie wollen ja Apollo aber auch ausdrücklich jetzt nicht als Anwalt, sondern als jemanden, also Roslin sagt doch irgendwas in die Richtung von, der weiß vielleicht nicht so genau, was Recht und oder was legal und illegal ist, aber er weiß, was richtig und falsch ist. Und so eine Person möchte sie da dabei. Hätten sie doch Hilo nennen sollen. Das stimmt. Ja. der ist aber nicht Held dieser Serie. Der hat nicht genug Autorität. Genau. Ist nicht der Sohn des Admirals. Ja, genau, was ja vielleicht auch ein guter Punkt ist, weil das ja einfach immer so zwischen eingeflochten wird. Auch da, ich glaube, kurz vor oder kurz nach dem Termin mit Roslin hat Adama ja so ein Gespräch mit seiner Ex-Frau, wo es um das Thema geht, um dieses Bild, was er von sich geschaffen hat nach außen, dass er ja immer so dieser Übervater ist, der immer alles im Griff hat und der, zu dem alle immer aufschauen, weil keiner so richtig keiner so richtig fassen kann, wie der das einerseits schafft, so wie soll ich denn das in Worte fassen? Der halt einerseits so extrem professionell ist und zu dem alle ein unglaublich großes Vertrauen haben, der aber andererseits auch es schafft, sehr, sehr menschlich und sehr nahbar zu wirken. So wie er hier eben zwischendurch auswendig lernt, wie die Mannschaftsdienst gerade mit Namen heißen, mit denen er so weiß, mit denen habe ich auf jeden Fall zu tun jetzt. Weil der hat da die Wache, wenn ich da vorbeikomme, und das ist der mir, also so,
wie hart er daran arbeitet, dieses Bild von sich aufrecht zu erhalten. Mhm. Und wie es ihn aber gleichzeitig auch trennt von dem Rest der Leute, weil er mit keinem so richtig entspannt, locker umgehen kann, außer immer wieder halt mal mit Roslyn. Mhm. Ja, sorry, ich wusste jetzt nicht so richtig gut, wann man das reinbringen kann, weil das ja nicht so richtig, ja, weil das ja immer so zwischen rein und angewandt auf die Handlungen gebracht wird, die halt gerade passieren. Ja, passt schon. Auf jeden Fall sagt er ja auch, er glaubt nicht, dass es Apollo macht oder machen will, aber er wird ihn fragen. Das macht er ja dann auch gleich. Mhm. Denn es gibt noch eine Szene im Ready Room. Wir sehen mal wieder die Piloten, die haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Seit Cat zum CAC befördert wurde, haben wir keine Pilotensitzungen oder Aktionen mehr gesehen. Ja. Ja, und Apollo nutzt mal die Gelegenheit, und die Piloten, die werden alle schon so ein bisschen cocky, weil so lang kein Zylon mehr zu sehen ist. Und Apollo scheint der Meinung zu sein, dass es notwendig ist, die alle mal wieder ein bisschen zurechtzustutzen. Seit 49 Tagen. Ja, genau. Sie haben anscheinend seit 49 Tagen keine Zylon-Sichtung mehr gehabt. Und ja, der macht ihnen halt einfach klar, dass es überhaupt keine Rolle spielt, weil jeden Tag was passieren kann. Und die einzige Nummer, die zählt, ist 1, weil ein einziger Fehler reicht, um alles aufs Spiel zu setzen. Ja, allerdings fand ich, sein Vater steht ja dann in der Tür und guckt sich das so an. Und nachdem die Predigt vorbei ist, sagt er so, du hast sie ganz schön hart rangenommen. Das fand ich jetzt nicht so. Ja. Vielleicht verhältnismäßig. So für Apollo-Verhältnis. Vielleicht, ja. Also richtig. Kenn ich dich nicht. Das war nicht mein Sohn. So richtig hart hat er die jetzt nicht rangenommen. Aber es soll jetzt sofort Flugtraining geben. Da gibt es noch eine witzige Szene. Am Anfang gibt Hilo Hotdog so die Hand und dann setzen sie sich so hin und Hotdog kratzt sich im Schritt und Hilo guckt so, was ist da los? Und dann sagt er, ich habe da so einen Ausschlag. Und dann wischt Hilo sich so die Hand am Anzug ab und setzt sich so einen Platz weiter weg. Und das war es dann auch mit Hotdog in dieser Folge. Ja, tatsächlich. Aber war ganz witzig. Fand ich aber gut, dass es sowas mal reinbringt, finde ich. Ja, vor allem das schon schön. Von Hilo fand ich gut. Von Hotdog war es auch nicht besser. Das sah ziemlich verzweifelt aus. Und Starbuck ist ja auch noch dabei. Sie grinst dann nur so, nachdem dann Apollo die Predigt hält und sagt, ja, war schon lange überfällig. Aber warum machst du das genau mit dem Spruch, den der alte Mann schon immer bringt? Und der fragt ihn dann auch gleich, ob Apollo das übernehmen würde mit dieser Verhandlung. Und wie er schon dachte, will er aber nicht. Wobei ich mir hier jetzt wieder gar nicht so sicher bin, ob er nicht so ein bisschen enttäuscht ist, dass er es nicht macht. Aber eigentlich macht Apollo ja genau das, was er vermutet hatte, dass er keinen Bock drauf hat. Ja, aber das ist ja und so Hoffen sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Eine Ausrede, oder? Für mich hat sie wieder Ausrede angeht. Ja, du, ich kann nicht, ich bin ja nicht keck und 24 Stunden Schichtbetrieb, das geht nicht. So wie eine Ausrede. Finde ich halt. So kam das rüber. Ja, weil er halt auch keinen Bock drauf hat. Ja, er hat aber auch nicht sofort Nein gesagt. Nein, du, ich will nicht, du. Na, danke. Mhm. Also, Ja, Adama hat es jetzt aber auch nicht so richtig super charmant versucht, finde ich. Er hat sich wirklich gut verkauft. Also, das war ja schon so. Ja, die Präsidentin will halt jemanden, dem sie vertrauen kann. Und das ist ja bei dir offensichtlich kein Problem. Alter Verräter, du. Das ist mir ja schon immer in den Du Rücken hast ja gefallen. Schon immer gewusst, auf welchen Seite du stehst. Im Zweifelsfall. Hättest du nicht Bock mitzumachen? Ha ha ha.
Ich sehe schon kommen, wenn du das machst, dann kommt bald dahinterher wieder davon. Toll. Und, bist du dabei? Du bist wieder deine Mutter. Ja gut, die haben ja dann nachher nochmal ein Gespräch über Apollos Mutter. In seinem Zimmer, aber vorher kommen wir in Tyrells Zimmer. Das neue Zimmer? Das neue Zimmer, weil aus Not, weil sie ja nicht mehr rauskommen. Irgendwas hat er jetzt ziemlich kaputt gemacht, oder? Er hat doch jetzt versucht, so einen Flicken drauf zu machen. Nee, er hat es nicht kaputt gemacht. Es ist halt einfach nicht zu reparieren mit den Mitteln, die er hat. Der sagt aber, ich habe einen dummen Fehler gemacht. Ja? Ja. Ja. Ja, ich glaube, sie haben... Sie da reinzubringen. Ach so. Ja, sie haben es ja repariert. Also, sie haben gedacht, sie hätten es repariert und dann haben sie ja quasi den Druck wieder erhöht, also den Druck wieder auffüllen, um zu gucken, ob der Patch hält. Dann, ja. Und durch diesen höheren Druck ist dann ein anderes Teil gerissen. Und dadurch ist alles noch viel schlimmer geworden. Also die Galactica ist ein Schrotthaufen. Was? aber ja, ist unser Schrotthaufen. Das war doch so ein Airlock, der nur so notdürftig instand gesetzt wurde, weil da irgendwie, ich glaube, da sind die Zylonen damals gelandet oder so. Ich glaube, das war da, ja. Ja, genau, aber Colonel Ty sagt ja auch irgendwann, das Schiff bräuchte erstmal 6 Wochen im Trockendock oder sowas irgendwie, nur um die äußeren Schäden zu reparieren. Ja, ich meine nur, das ist ja jetzt keine Gegend, wo jeden Tag Leute arbeiten und also die Galaktika, die bricht ja nicht auseinander, sondern sie geht halt nur kaputt. Da war jetzt halt schon länger keiner mehr. Genau. Ja, und dann wird's kalt und dünn. Genau. Und sie suchen jetzt schnell einen Plan, wie sie die Leute da rauskriegen können. Und sind alle so ein bisschen verzweifelt, stehen im CIC oder in einem Besprechungsraum rum und Adama will Vorschläge und keine Ausreden hören. Und Thais Plan fand ich geil. Was war das? Sprengen. Ach so. Sprengen. Das Glas sprengen, hat er gemeint. Genau, das Glas sprengen, das darauf ausgelegt ist, eine Atombombenexplosion standzuhalten. Das weiß ich nicht, ob das eine Atombombenexplosion standhält. Ja, sie haben, glaube ich, gesagt, eine Thylium-Explosion. Ach so, also Thylium, eine Treibstoffexplosion. Genau. Ja, richtig. Und wenn sie quasi das Glas schaffen zu sprengen, dann sind die Leute dahinter nur noch Matsch. Ja, okay. Dann teilweise aber die Tür sprengen. die Teilvariante. Ja, aber sie sprengen ja dann nachher trotzdem, aber die Türen. Ja, die andere Tür. Genau. Ja, sie haben ja dann einen sehr verwegenen Plan, in dem sie quasi einen Raptor an die Außenhülle stellen, auf Höhe der äußeren Luftschleuse. Und die äußere Luftschleuse soll dann aufgesprengt werden, sodass quasi die beiden Tyrrells aus der jetzt offenen Luftschleuse ins All springen und in den Raptor buxiert werden sollen. Mhm. Ohne Raumanzug. Was sie ja haben, ist zumindest noch so eine Sauerstoff-Notversorgung, so eine Maske. Mhm. Die liegt da offensichtlich schon drin in dem Raum. Ja, ist ja sinnig, die mal in der Luft zu parken. Ja, also dafür kenne ich mich jetzt nicht gut genug aus, aber macht das bei 10, 15 Sekunden jetzt wirklich einen Unterschied? Was denn? Nee, du könntest auch die Luft anhalten. Aber sie benutzen die ja jetzt schon. Nein, du darfst ja auf gar keinen Fall die Luft anhalten. Das wollen ja vorher auch schon an. Ach so. Du hast recht. Wer hat recht? Nicht die Luft anhalten bei einem Druckverlust. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Echt? Weil die Luft will raus und die Lunge ist nicht in der Lage, das zu halten. Aha. Und dann platzt sie. Also zumindest so sind die wissenschaftlichen Aussagen, wenn du quasi im Weltraum bist, also wenn du in einem Vakuum bist, sollst du kurz vorher sämtliche Luft ausatmen, damit eben keine Luft mehr in deinem Körper verbleibt. Weil die Lunge sich sonst zu weit ausdehnt und platzt oder sowas, oder? Genau, irgend sowas. Auf jeden Fall ist das Schlimmste, was du machen kannst, ist quasi die Luft unter Druck in deinem Körper zu halten. Mhm. Aha. Und es muss, also muss man ja auch mal dazu sagen, ich meine, es ist ja nicht passiert, aber letztlich sprengen sie ja die Tür und die beiden fliegen raus. Und werden von dem Raptor eingesammelt, der dabei auch noch den ganzen Trümmerstücken ausweicht, die natürlich bei der Explosion... Das konnte ja keiner ahnen. Genau. In Richtung Raptor geschleudert werden. Wer hat denn den geflogen? Alcina. Weil ich war mir nicht ganz sicher, weil Starbuck ja da irgendwie auch drin war, oder? Ja, ich glaube, die war mit Apollo hinten drin zum Auffangen. Aber Alcina ist ja notfalls zum Wiederbeleben.
oder damals Boomer, jetzt Athena, ist ja eh die Raptor-Pilotin genau. der Wahl. Und sie weicht den Trümmern dann gekonnt aus und parkt das Schiff sofort wieder richtig ein. Genau, und dann fliegen die durch das Loch in den Raptor und knallen schön auf den Boden. Wie Leia in Star Wars Episode 8. Genau. Ja, genau. Nur ohne Hand. Elegant. Aber es geht ziemlich schnell. Also es geht wirklich zapp, raus, rein, Tür zu. Aber muss man wirklich sagen, also mir hat das wirklich gut gefallen, wie die das dargestellt haben. Ja. Weil wenn man so an andere Filme oder Serien denkt und Vakuum im Weltraum, da sind ja immer die tollsten und unglaublichsten Effekte eingebaut, was mit den Leuten passiert. Ich erinnere. Sobald die irgendwie mit dem Vakuum in Berührung kommen. Aber hier fand ich das tatsächlich mal realistisch dargestellt. Wie heißt der Film mit Arnold Schwarzenegger und dem Mars? Total Recall. Total Recall. Wo in die Köpfe aufgeladen. Die Augen aus. Ja. Ja, fand ich schön. Mhm. Also zumindest so habe ich es auch mehrmals schon gelesen, dass es ungefähr so stattfindet. Ich habe das auch schon mehrmals gemacht. Nee, es ist ja einfach so, dass du ja nicht direkt stirbst, wenn du jetzt nicht gerade deine Lunge voll mit Luft gepumpt hast, sondern dass du ja auch nicht instant erfrierst, wie das ja so oft dargestellt wird, dass die Leute quasi instant einfrieren, wenn die ihren Helm aufmachen oder wenn der Raumanzug ein Leck hat oder so. So, da ist halt Vakuum und Vakuum ist ja, zieht ja dir erstmal keine Wärme ab. Da ist ja quasi der perfekte Isolator. Das ist ja wirklich nur, du verlierst ja die meiste deiner Körperwärme über Infrarotstrahlung. Mhm. Das heißt, du kühlst langsam aus. Und die paar Sekunden, die 20 Sekunden oder was, die da draußen waren, die waren ja schon, das war ja noch relativ realistisch. Was ich aber auch dazu sagen muss, fand ich sehr schön, die erzählen ja, während sie diesen Plan aushacken, dass, ich weiß nicht, ob es Adama war oder Tai, einer von beiden sagt ja, dass man ungefähr eine Minute im Vakuum überleben kann, bevor man tatsächlich stirbt. Mhm. Was ja in Bezug auf, dass die gerne mal Leute Luft schleusen, ja jetzt nicht unbedingt viel über deren Menschlichkeit aussagt, wenn es darum geht, Leute schnell umzubringen. Ja, aber es hat andere praktische Vorteile. Der Dreck ist gleich weg. Ja, ja. Sonst heißt es ja immer, Exekutionen sollen schnell und schmerzlos sein und dann lassen sie einen eine Minute lang im Vakuum ersticken. Ja, bei Zylonen ist das doch egal. Ja, es sind ja nicht nur Zylonen, die da geluftschleust werden. Das stimmt. Aber das war ja eh keine so richtig gute Aktion, keine richtig legale Aktion mit den letzten da. War es, aber die hatten noch diesen Zettel von, ich weiß gar nicht, von Colonel Tai oder so. Den Freibrief, nein, ja, von genau. Zarek. Ah nee, von Zarek. Dem Vizepräsidenten damals. Noch besser. Ja. Noch besser, das macht es ja noch legaler. Wir haben einen Freibrief von einem freigelassenen Massenmörder. Der Präsident war zu dieser Zeit. Das stimmt. Nicht also der Mann ist wichtig, das Amt. Nicht die Person. Genau. Ja. Ja, sie werden auf jeden Fall beide gerettet und landen beide in der Krankenstation. Was und, eigentlich auch eine ziemlich gute Idee ist. Und Tai guckt noch so kurz bevor die Luftschleuse aufgeht, so weg. Der konnte sich das nicht mit angucken. Man sieht so, wie er mit seinem einen Auge so wegguckt. Ja, der war traurig. Weil sie nicht gesprengt haben, oder was? Weil sie nicht gesprengt haben, ja. Hat schon das Dynamit in der Hand. Das kann ich mir nicht mit angucken. Ich hatte doch schon den Zünder eingestellt. So eine Zündschnur dran, die schon brennt. Nein, also er konnte sich das nicht mit ansehen. Aber hat gut geklappt. Und hinterher, Tai geht's, nicht Tai. Tyrell. Tyrell geht's, also die heißen ja jetzt beide Tyrell, oder? Also, das weiß ich. Galen, das ist ja nicht kannst zwingend du auf der Kelly Fall. Sagen. Genau, deswegen sage ich jetzt Galen und Kelly. Galen geht es besser als Kelly. Kelly liegt kann da nur schief gehen. Liegt in so einer Druckkammer. Ja, das ging nämlich sogar richtig gut, weil der Chief jetzt wieder voll focused ist und weiß, was er an seiner Familie hat und so. Genau. Du musst nur einmal gemeinsam fast sterben und schon denkst du dir, eigentlich ist alles tutti. Aber was ich noch gedacht hatte, weil zwischendurch sagen sie schon, Doc Cottle soll die Druckkammer bereit machen, da habe ich gesagt, wenn die Druckkammer genauso ist wie die Isolationskammer, dann ist die Druckkammer auch nur so ein Vorhang, so ein Gummivorhang. Aber sie haben eine richtige Druckkammer.
Ist ja auch vielleicht auf so einem Raumschiff gar nicht so schlecht. Und was du eben meintest, Ben, da sieht man dann, oder ich glaube, was du meinst, was gut dargestellt ist, da sieht man dann halt, dass die Augen so Blutgerinnsel haben. Genau. So. Weil die sich vermutlich auch ausdehnen im Vakuum. Das dehnt sich ja alles aus, weil der ja, Kopf das hat man doch gesehen. Du hast doch schon Arnold Schwarzenegger angesprochen. Genau da wird es ja dargestellt, wie es wirklich ist. So wird es wirklich. Ja. Die Augen kommen aus dem Kopf wie Luftballons. Genau. Bumm. Und du musst so lustige Geräusche dazu machen. Ja. Die Zunge auch immer dicker wird und aus dem Mund rauskommt. Ob das Kelly auch gemacht hat. So als Gag und alle so, oh nee. Gucken, ob ich das gerade finde. Findet man bestimmt. Total Recall Mars Atmosphere Scene. Ja, genau. Ja. Wie ich es mir dachte. Das ist quasi Kelly. Will ich mal einen Tab öffnen? Das ist Kelly. Da. Genau so. Sieht ein bisschen eklig aus, nur. Nur ein bisschen. Nee, finde ich gut. Das ist so geil. Ich will jetzt alle dieses Bild angucken. Das ist das Folgenbild jetzt. Ich glaube, das ist der Bösewicht. Arnie sieht doch zwischendurch auch mal so aus, oder? Und dann wird aber die Luft, weil die Maschine anstellen. Genau. Dann plötzlich ziehen sich die Augen wieder zu. Genau. Das hier müsste Arnie sein. Das ist Arnie, ganz eindeutig. Moment. Oh ja. Ja. Das hat aber schöne Zähne. Ja. Und die Zunge sieht aus wie ein Schiff. Achso, ja. Wie so eine Barke bei Star Wars. Ja. Jabba's Barke. Na gut, ja, das war die Haupt- oder Nebenhandlung, je nachdem, wie man das empfunden hat. Ja. Kommen wir zur Haupt- oder Nebenhandlung. Je nachdem, wie man das empfindet. Genau. Ja, Apollo kriegt eine ganze Kiste von seinem Daddy mit den wie sagt man denn auf Deutsch? Büchern. Ich wollte etwas spezifischer werden. Gesetzesbücher seines Großvaters. Nochmal als so kleinen, subtilen Stupser sich seine Antwort nochmal zu überlegen. Ja, jetzt hat er sich Mühe gegeben. Ja, ich hätte ja in die Karte reingeschrieben, die dabei lag, wenn Keck einen 24-Stunden-Tag hat, hast du ja immer noch die Nacht. Okay. Ja, war ein bisschen witzig, weil er auch die da ist. Klingt so falsch. Die? Weil die da ist. Und sagt, ja, hier, das ist von deinem Vater, die Kiste wurde hier hingestellt. Und dann meint Apollo, tickt sie? Oder hast du überprüft, ob sie tickt? Na, ich lass ticken. Ja, und es wird jetzt so ein bisschen offen gelassen, ob er dann jetzt mitmacht. Auf jeden Fall ist er so ein bisschen. Ja. Natürlich. Bücher von meinem Opa. Der ist jetzt so getroffen davon, dass sein Vater das die ganze Zeit aufbewahrt hat, obwohl er doch gar nichts von Anwälten hält. Genau. Und außerdem wollte er ja schon mal 5 Minuten lang Anwalt werden. Genau. Mit 5 Minuten, also das war eine Metapher für eine Zeit lang, glaube ich. Vielleicht auch nicht. Aber es gibt vorher noch eine interessante Szene, in der sie in Adamas Büro oder Zimmer sind, zusammen, Apollo und Adama. Und da geht es nochmal um die Mutter beziehungsweise Schrägstrich Frau.
Denn Apollo hatte gar nicht auf dem Schirm, dass das der Hochzeitstag ist, und das erzählt ihm dann Adama. Und dann lässt Apollo nicht so richtig ein gutes Wort an seine Mutter und sagt, sie hat oft solche Wutanfälle gehabt oder so. Naja, die scheint mir irgendwie irgendeine psychische Erkrankung gehabt zu haben, oder? Kann sein. Wir haben das aber noch nie erfahren in der Serie bis jetzt, oder? Weil irgendwie in der ersten Staffel war es ja so, oder im Pilotfilm damals, da fragt ihn, wie geht's deiner Mutter? Und ja, sie hat wieder geheiratet, irgendwie so. Und da wurde nie eigentlich bis zu der Folge ein Wort wieder verloren über sie. Erfährt man das wirklich in der ersten Staffel, oder haben sie das hier nur in die Rückblenden reingenommen, obwohl es das noch nie gab? Na, ich glaube, er fragt schon, wie geht's deiner Mutter? Weil die müsste doch gestorben sein, längst beim Zylonenangriff, oder nicht? Also ich bilde mir das jetzt echt so ein, dass er fragt, wie geht's deiner Mutter? Ja, das haben sie ja reingeschnitten irgendwann. Ja, das war aber, glaube ich, in irgendeiner Erinnerung mal. Dachte ich auch. Aha, okay. Also ich glaube nicht, dass das in der Jetztzeit der Handlung war, die Frage, sondern ja, eben in irgendeiner Erinnerung, als es um seinen Bruder ging oder so, vielleicht? Vielleicht, ja. Aha, okay, ich habe es mir echt eingebildet im Pilotfilm damals. Okay, gut. Oh, keine Ahnung. Na, auf jeden Fall stellt dann Apollo noch fest, nachdem Adama gesagt hat, ich habe sie geliebt, dann sagt er noch, das glaube ich dir, aber vielleicht sie nie, sie dich nie. Oder wahrscheinlich, oder ich glaube, sie hat dich nie geliebt. Also ist auf jeden Fall, lässt da so kein gutes Wort an der Gesamtsituation. Und was dann halt immer noch so ein bisschen im Raum steht zwischen diesen Gesprächen zwischen Adama und sich selbst, beziehungsweise / seine Ex-Frau, ist, dass er ja nie da war. Das ist ja auch so ein typisches Trope des berühmten, bekannten Soldaten, General, Admirals, der halt alles im Griff hat, aber seine Familie vernachlässigt, weil er ja nie da ist. Gut. Ja, du hast einen Soldaten geheiratet, was erwartest du dann als Frau? Sagt er das dann? Nein, ich sag das gerade. Ach so. Das wäre jetzt gemein, wenn er das gesagt hätte. Naja, so sehe ich das. Ja, es ist ja. Ja, was erwartet ja auch, man da jetzt von ja einer Ehe? Quatsch. Also ich kenne einige Familien, da ist jetzt der Papa wirklich ein hohes Viech beim Militär bei uns, und da ist er sehr selten zu Hause. Ja gut, das hat jetzt aber nichts mit Militär zu tun, sondern dass er einfach in vielen Bereichen des Systems so ausgerichtet ist, dass du da nur an eine Führungsposition kommst, wenn du einfach mehr machst als alle anderen. Ja, hier hat das ja schon was mit Militär zu tun, weil der ja dann einfach mit seinem Schiffchen monatelang durch die Gegend fliegt. Er ist ja nie zu Hause gewesen. Genau. Was erwartet sie jetzt von dieser Ehe? Sie wusste ja eigentlich, was auf sie zukommen wird. Sie hat einen Soldaten geheiratet. Ja, aber und? Ja, aber so wie du das sagst, das ist nicht, du kannst nicht grundsätzlich sagen, naja, okay, ich habe einen Soldat geheiratet, und Soldaten, die kümmern sich ja immer nicht um ihre Familien. Und hier war es war hier ja jetzt wohl nicht nur so, dass der Adama halt ab und zu mal eine Weile weg war, sondern dass auch sein Fokus woanders war. Mhm. Und das ist eine andere Geschichte. Ja, und außerdem ist ja immer noch die Frage, wie viel er sich selbst gerade darüber vorwirft und wie viel wirklich von ihr kommt, weil das Ganze spielt ja in seinem Kopf statt. Also das wird mit Sicherheit auch mal solche Vorwürfe gegeben haben, aber dadurch, dass er sich ja selbst immer damit beschäftigt, gibt er ihr ja eigentlich recht. Ja, und es war ja wohl auch so, dass er die Familie verlassen hat und nicht die Familie irgendwann gesagt hat, ey Alter, so geht es nicht weiter, verpiss dich. Ach so. Sondern er hat sich getrennt. Ah, okay. Das hat mich dann auch überrascht eigentlich. Ein Punkt. Also ich würde das jetzt nicht so auf das Bild runterbrechen von die überempfindliche, hysterische Ehefrau. Ja, sondern die vielleicht aber die kranke, hysterische Ehefrau, und er hat keinen Bock mehr gehabt. Ja, so die Frau, die anscheinend, sag ich mal, mit sich selbst schon gut beschäftigt war und dann noch von ihrem Mann im Prinzip mit den Kindern allein gelassen wurde, weil ihm seine Karriere wichtiger war.
Oder weil er Angst vor seiner Ehefrau hatte. Ja, das oder das. Der lieber gegen Zylon kämpfen ging, als sich um seine Familie zu kümmern. Naja, da gab es ja noch keine. Ja, doch, klar, es gab ja schon mal einen Zylon. Gab's schon. Ja. Ja, und dann legt er sie am Ende wieder weg. Wie jedes Jahr. Genau, bis nächstes Jahr. Und so schnell geht das. Es gibt nämlich eine Schublade, wo das Bild drin liegt. Ja, er hat auch noch diese nette Unterhaltung mit Roslyn am Ende, wo sie sich doch darüber unterhalten, dass sie auf Neu-Caprica doch von ihrem Traumhaus geredet hat, was sie sich bauen möchte, irgendwo am Fluss, wo es ganz schön ist. Die Hütte. Ja, wo sie so ein bisschen... Mhm. Ach ja, das wäre schon schön gewesen. Ja? Ja. Also eigentlich flirten sie ja da ziemlich. Also für seine Verhältnisse ist er schon ganz schön. Uiuiui. Ja. Und das bricht sie ja dann so ein bisschen ab, indem sie sagt, wir können ja nächste Woche weitermachen, dann bin ich wieder hier. Genau. Aber jetzt gehe ich erstmal in die Sporthalle. Und muss schwitzen. Der Geruch. Genau, der Geruch. Und dann lacht sie. Vorhang. Ich glaube, das war alles. Oder meintest du nicht unseren Vorhang? Doch, ich meinte genau das. Unseren Vorhang. Ich glaube auch, das war's. Also egal ob Haupt- oder Nebenhandlung, das kann sich jeder selbst aussuchen. Wir diskriminieren da nicht. Nein, aber ich bin für Haupthandlung Adama, weil... Ich glaube, wir diskriminieren da nicht, aber so ist es richtig und nicht anders. Wenn man anderes sagt, ist dumm. Weil Titel. Interessanterweise auch Titel diesmal nicht doppeldeutig. Also ich kann ihn nicht auf Tai anwenden. Oft ist er ja doppeldeutig. Manchmal. Bis nächstes Jahr. Naja, also A Day in the Life kann man schon. Okay. Auf alle. Das kann man, ja, also zumindest bei Adama ist klar und auch, ich glaube auch der Chief wird irgendwann später mal sagen, hui, ja, das war schon. Ja, du hast recht. Das war schon so ein Tag. Du. An den deutschen Titel gedacht. A Day in the Life passt. Habe ich schon wieder vergessen, ehrlich gesagt. Bis nächstes Jahr. Ah. Ja, das sagt der Chief hoffentlich nicht. Geht von der Luftschleuse vorbei. Ja, bis nächstes Jahr. Gut, Bewertung. Ich fange an. Ich gebe der Folge eine 6 oder 7. Auf jeden Fall keine 8. Verrückt. Auch nicht die 2. Die 5 scheidet völlig aus. 9 scheidet völlig aus. Ach, und die 10? Ich glaube, ich gebe der Folge eine 7. Also, ich fand die jetzt nicht schlimm und nicht langweilig. Ich konnte die schon gut gucken. Sie war jetzt keine riesen Folge, die uns irgendwie weiterbringt. Ich würde das schon so ein bisschen als eine Füllfolge bezeichnen. Andererseits war sie aber auch so eine Charakterfolge für Adama. Und da hat die schon ganz gut funktioniert, finde ich. Ich fand im Gegensatz dazu diese gesamte Luftschleusen-Thematik spannend und ein bisschen actionreich, wie sie dann da rausgekommen sind. Konnte man alles, finde ich, ganz gut zugucken. Hat mich nicht genervt, fand ich nicht schlecht. Fand ich jetzt auch nicht überragend gut. Und deswegen 7. Mario. Ja, ich musste leider nicht zustimmen. Ich finde schon, dass es ist sowas eine Füllfolge gewesen, aber ich glaube schon, dass es zum Teil die Handlung ein bisschen, ein Millimeter vielleicht vorantreibt. Aber nur ganz bisschen. Also Richtung Prozess, Balta, Lee, Adama, ja, ich finde schon, dass da sicher was weitergebracht wird, ja. Zum Teil, natürlich ist es jetzt nebensächlich, weil es wird jetzt immer ein bisschen erwähnt, ja, Prozess. Aber ich glaube, das ist so aufbauend jetzt. Sonst bin ich eigentlich auch nicht der Meinung, es ist nämlich eine 5. Also ich gebe der Folge 5 Punkte. Sie weiß nicht schlecht, die Folge, jetzt aber auch nicht gut. 5 ist ja wirklich, ist okay. Also ja, wirklich, 5 ist ja wirklich okay. Ist jetzt auch nicht schlecht, nicht gut, das passt ja eigentlich, ja.
Ich mag ja den alten Mann und es waren ja doch ein paar coole Sachen dabei, mit der Luftschleuse zum Beispiel, die lustige Szene mit Hotdog, das war ja auch ziemlich gut, gibt es auch schon mal einen Punkt mehr. ja, viel hat es nicht wirklich zur Haupthandlung beigetragen, nur ein bisschen vielleicht. Es ist okay, eine 5. Okay. Phil? Ich sehe das ganz ähnlich wie du, Tim. Ich fand die Luftschleusengeschichte, die fand ich spannend und ich finde das auch gar nicht. Also ich finde Füllfolgen nicht prinzipiell schlimm. Das ist schon okay, wenn es immer mal Folgen gibt, in denen es jetzt nicht darum geht, irgendwie den Untergang der Galaxis zu verhindern, sondern einfach mal eine kleinere Geschichte erzählt wird, wenn das halt gut gemacht ist. Und das ist hier in der Episode der Fall, finde ich. Also wie gesagt, diese Chief-Geschichte fand ich spannend und ansonsten war der Rest der Folge für mich im Wesentlichen so ein Schaulaufen von James Edward Olmos. Ich fand das, also das war seine Folge. Und die hat er für mich einfach sehr, sehr gut getragen. Ich fand das, habe ich auch ganz am Anfang schon gesagt, überhaupt gar nicht kritisch gesehen, diese Unterhaltungen, die er in seinem Kopf mit sich selber führt, irgendwie visualisiert zu sehen, ist mir gar nicht sauer aufgestoßen. Also ich fand das, ich habe ja zwischendurch auch so ein, zwei Beispiele gebracht und da gab's noch mehr in der Folge, wo ich es einfach interessant fand, dem alten Mann da so ein bisschen in den Kopf zu gucken. Die darüber hinaus noch seine Szenen mit der Präsidentin, die fand ich der Episode auch echt sehr, sehr gute Laune machen. Das haben die beide einfach sehr schön gemacht, finde ich. Da so kleine Inseln von Glückseligkeit irgendwie mal wieder zu schaffen in der Serie, die ja grundsätzlich doch schon immer sehr, sehr schwer ist. Deshalb finde ich für eine Füllepisode echt gut gemacht und stimme dir dabei bei 7 Punkte Bewertung total zu. Alles klar. Das letzte Wort hat Ben. Juhu. Ja, das ist praktisch, wenn man der Letzte ist, dann muss man nämlich nicht mehr so viel wiederholen. Also ich bin da auch auf eurer Seite, Finn und Tim. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass mich das mit Adama so ein bisschen genervt hat. Das ist auch tatsächlich immer noch geblieben. Also ich wollte halt immer wissen, wie es in der Luftschleuse weitergeht. Das andere hat mich nicht so viel interessiert, aber da kann ja letztlich die Folge auch nichts für. Ich fand sie auch gut. Mir hat gerade auch gefallen, wie Phil schon sagte, dass mehr mal so eine Alltagssituation dargestellt wird und es nicht einfach nur um das große, hehre Ziel geht, die Galaxis zu retten. Und das hat es auch für mich interessant gemacht. Ich würde der Folge 6 Punkte geben, aber weil ich immer noch begeistert bin von der Sache, wie sie das Vakuum und die Rettung dargestellt haben, gibt's noch mal eine +1 und dann lande ich bei 7. Für die blutigen Augen? Nein, für das dazwischen. Also die Nase. Genau. Bist du wieder da, Mario? Mario? Oh, Mario hatte unter Druck. Mario ist weg. Mario ist weg. Mario ist weg. Was ich mich noch gefragt habe, falls Olmos verheiratet ist, hat er sich bestimmt für die Folge scheiden lassen und dann seine Frau umgebracht, der alte Method Actor. Jetzt muss ich gucken, ob er verheiratet ist. War. Da ist er wieder. Personal Life. Ich habe ihn rausgeschmissen, nein. Also, er hat, was sehe ich denn, 71 geheiratet. 2006. Die Scheidung. 94 wieder geheiratet. 2002 geschieden. Ich glaube, 2002 kommt nicht hin, oder? Nee, 2006 müsste es gewesen sein. Oder 7. Ja, er hat 2002 auch direkt wieder neu geheiratet
und sich aber erst 2013 wieder getrennt. Ja, okay, aber dann hatte er ja schon zwei Ex-Frauen gehabt, dann konnte er die zum Method Acting benutzen. Ja. Okay, gut. Das sind dann auch zwei Hochzeitstage, wenn die noch entsprechend im Jahr verteilt sind, dann war die Erfahrung noch jünger. Gut, dann kommen wir zu den letzten Worten. Und da fangen dann wohl dummerweise ich an. Ich muss da erstmal was vorbereiten. Nein, aber fast das Outro. Outro ist ein blödes Wort, deswegen sage ich immer Abspann. Zwar. Genau wie Status ist auch ein blödes Wort, deswegen sage ich lieber Zustand. Das ist doch viel länger. Ja, aber das ist doch kein Status. Aber der Plural ist einfacher, Stati. Weil den sagen nämlich viele Stati, was ja falsch ist. Und Status hört sich doof an. Deswegen sage ich lieber Zustände. Ich krieg Zustände. Ich krieg Status. Status. Okay. Jo, es war. Ja, toll. Ich sag. Okay. Tim, okay. Tim. Ich sag Dynamit am Fenster oder sowas. Oh, wie langweilig. Fenster sprengen. Teil Dynamit, Fenster sprengen. Ach, ja. Wow. Da muss noch was Besseres kommen, Phil. Also, das hatte ich schon, bevor du angefangen hast, ja? Ja. Das heißt, ich wollte haben Sprengen mit Ausrufezeichen. Sprengen? Aber das habe ich doch gesagt. Nein. Ja, schade. Ja, du hast viel mehr gesagt. Ja, lassen wir gelten als Gemeinschaftskooperation. Außerdem hatte ich das schon vor dir. Ja, aber das zählt nicht. Sprengen. Wer erster dran ist, ist erster dran. Mit Ausrufezeichen. Ja, okay, ich hab's ohne Ausrufezeichen. Du hattest kein Ausrufezeichen. Ja, das hast du recht. Wir nehmen Sprengen mit Ausrufezeichen. jetzt ganz schnell. Ich? Explosive Dekompression. Sehr gut. Sprengen, Doppelpunkt, explosive Dekompression. Ausgezeichnet. Ausrufezeichen. Ciao. Ausrufezeichen. Tschüss. Kein guter Abspann. Wir Warum? Müssen fertig sein mit Reden, wenn dumm, 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 dumm. Ja, aber wenn ihr die ganze Zeit labert und mich übergeht, dann ist es ja nicht mein Problem. Naja, das kriegen wir schon hin. Wir lassen einfach Ben. Das ist schon dein Problem, du kannst doch nichts dafür. Ich blende einfach Bens letzte Worte aus, genau schon. Genau wie immer, ne? Genau. Ich habe noch nicht mal Expanse geguckt. Ich komme zurzeit echt. Nein, ich komme zurzeit nur sehr schwer meinen Fernsehverpflichtungen. Oh nein. Ich habe dieses Jahr schon Expanse geguckt und Star Trek Discovery. Und ein paar Folgen. Ich glaube, eine ganze Staffel Enterprise. Oh, ich habe Dings geguckt. Dallert hat das irgendwann empfohlen auf Netflix. Final Space. Das ist so eine Zeichentrick. Ja, mit dem grünen Weltenvernichter. Ja, mit dem grünen Weltenvernichter. Ja, das habe ich auch schon geguckt. Das ist eine gute Serie. War cool, ja. Und die ist auch gar nicht nur so quatschig, sondern zwischendurch auch ganz schön ernst. Ja. Ja, gut. Also dafür, dass sie so völlig an mir vorbeiging. Also ja. Das ist irgendwie so eine Indie-Produktion, die lief auf dem Trickfilmfestival letztes Jahr in Stuttgart. Aha. Das weiß ich, weil das ein Arbeitskollege geguckt hat. Er hat nämlich den Weltenvernichter zu Hause. Ah. Ja, schön. Und auch nicht. Auch mal wieder eine relativ überschaubare Serie. In 10 Folgen nur, gell? Das ist ein ganz erfreulicher Trend in letzter Zeit, dass es immer wieder Serien gibt, die knapper sind. Und nicht immer nur so Mega-Werke, wo man sich gut überlegen muss, ob man damit überhaupt anfängt, oder? Genau. Habt ihr die alle jetzt beide schon geguckt? Ben, du auch? Final Space, nee, habe ich noch nicht gesehen. Okay, dann stelle ich jetzt die Frage nicht, die ich stellen wollte. Also willst du sie nicht gucken? Ich weiß es noch nicht, du kannst sie gerne fragen. Es sind 6 Folgen, ja, 20 Minuten, guck's dir an. Da steht 10? 10 Folgen. 10 Folgen. Aber 20-Minuten-Folgen. Der Lord Commander, der ja von David Tennant gesprochen hat. Ja, das habe ich gerade gelesen. Das wäre für mich ein Grund, das zu gucken. Aha, das habe ich gar nicht erkannt, aber der hat auch nicht? Keine normale Stimme. Vielleicht spricht David Tennant immer so. Nein. Aber ich habe Ron Perlman, den habe ich erkannt. Den habe ich nicht erkannt. Wen spricht der? Sein Vater. Ah, John Goodspeed, sehe ich gerade, ja.
Ich wollte nur wissen, ob dieser Lord Commander, ist der jetzt durch diese eine Folge da entstanden überhaupt? Dann habe ich es richtig verstanden. Also glaube ich schon, habe ich so, würde ich so verstehen. Weil der dadurch auch so deformiert wurde. Ja. Ja gut, dann habe ich es richtig verstanden. Ja, du wirst es eh vergessen haben. Ja, und was auch immer witzig ist, dass das Intro immer anders war, gell? Das war ja immer irgendwie anders. Das Intro? Ja. Nee. Doch, das Intro war doch immer. Nein, der hing immer irgendwie anders im Weltraum. Irgendwas anders war da immer anders. Ach so, du meinst die Szene. Ja. Vor dem, ich dachte, du meinst mit Intro das Intro. Nee, halt. Wie er da hängt, im Weltraum hängt. Ja klar, das waren ja die letzten 10 Minuten halt. Wie die letzten 10 Minuten? Erst die 10. Minute, dann die 9. Minute. Hä? Du meinst die erste Szene jeder Folge. Das waren die letzten 10 Minuten? Ja, das waren die 10 Minuten, die er so im All rumschwebt und langsam stirbt, weil ihm die Luft ausgeht. In der letzten Folge, oder was? Ja. Oh, da muss ich vielleicht die Serie nochmal gucken. Das habe ich gar nicht mehr gewusst. Okay. Das heißt, in jeder Folge war das 1 Minute später. Genau. Ah, okay. Da haben die sicher schon richtig was bei gedacht. Ich glaube auch, ja. Aber ich fand die auch gut. Und habt ihr dieses Robots, ja. Love and irgendwas ja. geguckt? Mhm. Ja. Fand ich auch gut. Love, der ist ja sehr unterschiedlich. Ja, klar. Aber meiste war, fand ich gut. So sehr unterschiedlich fand ich das nicht. Fand das meiste gut. Zum Beispiel jetzt, ich habe noch nicht alle geguckt, aber jetzt habe ich die Folge mit Hitler gesehen. Das fand ich lustig. Ich fand die Herrschaft des Joghurts oder wie auch immer, die fand ich gut. Ja, die war aber auch sehr kurz. Also die Herrschaft, nicht die Folge. Ja. Die Hitler-Folge war die wievielte, weißt du das? Ziemlich gerade? Spät, 16 oder, nee, 15 irgendwie. War da dann schon diese Folge hier Beyond the Aquila Rift? Ja. Die sah gut. Auf jeden Fall krass aus. Ja unglaublich. Dann gab es später noch eine, die sehr echt aussah, aber ich glaube, das waren echte Schauspieler. Diese Kühlschrankfolge. Ja, die beiden waren echt. Okay, das habe ich mir gedacht. Kühlschrankfolge. Ja, diese wo die Zivilisation, die im Kühlschrank gelebt hat. Ah, ja. Ja, die war nicht so gut. Fand ich aber stimmt. Tatsächlich. Ja, die war aber auch ganz nett. Es ist ja auch okay, wenn das alles nur 15 Idee, Minuten aber da ist. Ja, aber da gab es schon Episoden, die haben mehr aus ihren 10 Minuten rausgeholt als das stimmt. Die Episode jetzt zum Beispiel. Bei der Was Hitler? Ich gar nicht verstanden habe, war diese Folge mit diesem Künstler da. Die fand ich aber ganz gut. Mit dem Blauen. Ja, die habe ich aber nicht verstanden. Naja, der war eigentlich ja ein Roboter. Ja. Ja. Und er hat jetzt sein Leben beendet, sozusagen, indem er wieder das geworden ist, was er ursprünglich war. Ja. Ja gut, das ist ja jetzt nur das, was passiert ist, aber nicht das, oder hat die Folge keine Bedeutung über das raus, was da einfach passiert, weil dann fand ich es langweilig. Ja, ich also nein, ich fand es so oder so langweilig. Es ging, glaube ich, darum, dass der halt immer dieses Blau gezeichnet hat, die ganze Zeit nur. Ja, weil am Ende stellt sich ja raus, dass das einfach die Farbe von Fliesen von dem Pool war. Ja. Und dass das quasi alles ist, was sozusagen seinen Geist irgendwie bewegt hat, diese Fliesen vor sich. Und weiß nicht. Das war natürlich keine gute Folge im Sinne von Showdown Tell, weil er das ja alles der Reporterin erzählt hat. Ja, das stimmt. Fand die aber auch nicht so gut. Ich muss auch sagen, es hatten auch nicht alle Folgen diesen What-the-fuck-Moment, den manche Folgen hatten. Muss ja auch nicht. Ja, ich finde das ja auch prinzipiell gar nicht. Ich finde es ja gut, wenn man den Leuten sagt, ja, macht einfach mal unterschiedliches Zeug und dann kommt was Besseres oder was Schlechteres. Die müssen ja auch nicht alle im gleichen Prinzip folgen. Ja. Diese Fische in der Wüste, die Folge, die sah halt auch nett aus. Ich glaub, aber die habe ich noch nicht gesehen. Braucht es auch nicht wirklich, finde ich. Also da ist auch nichts passiert, was dann bei mir hängen bleibt. 2 oder 3 muss ich noch gucken. Also die letzte fand ich auch gut, die hast du noch nicht gesehen, Tim. Mhm. Aber die fand ich sogar vom Grafikstil her noch besser als hier Beyond the Aquila Rift. Okay. Das war die mit den Russen. Die Russen. Mhm. Ja. Die sah so unglaublich gut aus. Ach, das mit den Mechs fand ich auch gut, was eher so Comic-Grafik war. Das hat mich total an StarCraft erinnert.
Ja, wo die ihre Farmen da geschützt haben, oder? Meinst genau. du das? Ja, 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 genau. Und dann am Ende hat man ja so gesehen, das sah ja immer so aus, als wären die durch so eine, aus einer anderen Dimension gekommen. Und am Ende hast du das ja dann so rausgezoomt und hast du gesehen, dass der Planet eigentlich so verschiedene Schutzschirme hatte. Und dass die Menschen quasi in den Lebensraum der Aliens eingedrungen sind. Ach so, das habe ich gar nicht gedacht. Ich dachte, die ja, Aliens. Ja, weil die da halt so farmen auf irgendeinem fremden Planeten. Genau, es hat anscheinend ja. guten Boden gehabt, der Planet. Ja. Und dass die Aliens ja quasi die Aliens die Guten sind und sich quasi nur verteidigen wollen gegen die Invasoren. Das habe ich überhaupt nicht rausgelesen. Ich dachte, die Aliens wären schon auf deren Planet gekommen, aber die hätten dann halt so Schutzschirme errichtet. Aber kann man natürlich auch anders. Ja gut, okay. Muss man aber auch sagen, also der Serie zugutehalten, es wird ja nie gesagt, was wirklich das Richtige ist. Ja. Das kann ja wirklich jeder interpretieren, wie er möchte. Finde ich auch. Was ich aber teilweise in manchen Episoden schon ein bisschen albern fand, war, also manchmal waren die schon ein bisschen arg drauf fokussiert, dass es möglichst viel spratzt und dass es und oder dass es nackte Menschen zu sehen gibt, ohne dass es jetzt, also gerade diese eine Folge. Man musste so denken, dass das war jetzt nackte Person abgehakt. Massaker abgehakt. Ja, also da fällt mir vor allem diese Folge ein mit dieser diese Loop-Folge, wo die Frau wegrennt vor dem Typen. Ach, und ja, dann am Ende der Folge er wieder sie sieht. Das fand ich von der Idee her eigentlich gar nicht uninteressant. Aber so wie das gemacht wurde, dachte ich mir, also was hat, das war schon sehr, sehr schematisch irgendwie. Dass du eben, dass die ganze Zeit irgendwo krass Blut spritzt und du Brüste in die Kamera halten. Ja, und sie halt die ganze Zeit nackt ist, nicht mal schafft sich nur. Ja, Felix, das meine ich ja. Also, ja. Das war jetzt nicht wirklich sinnig, dass sie die ganze Zeit nackt durch die Gegend. Nee. Aber ich muss sagen, die Folge, die mir am wenigsten gefallen hat, war wirklich die mit dem Vampir. Kann die fand ich auch, also mich auch gar nichts Besonderes tatsächlich. Die hat mich auch nicht. Also schlechteste weiß ich nicht, aber die hat mich jetzt auch nicht interessiert. Ach, das Ende. Oh, guck mal, wir sind in einer. Hast du die schon gesehen, Tim? Ach so, doch, das ist die mit dem Dracula, der Dracula. Ja, genau. So, ja. Doch, ja, und dann, stimmt. Wo sie dann in der Höhle landen und dann hängen da die ganzen Kinder von ihm. Oh, wow. Das war nichts Besonderes. Da kam ja auch keine Episode, die alle irgendwie abfeiern, genau, war die Roboterfolge. Die fand ich eigentlich auch gar nicht so witzig. Die mit den drei Robotern. Die so nachdem die Menschheit und am Ende die Katze. Oh, die fand ich als Kontrast zur ersten aber ganz nett, weil das halt. Ja, das war ein guter Kontrast, aber. Da hat man halt gesehen, dass es für ganz verschiedene Stile hier jetzt vorkommen. Also ich mochte die erste, weil die war einfach. Also je nachdem, was bei euch die erste war, weil Netflix hat ja verschiedene Reihenfolgen veröffentlicht. Die mit der Frau, die diese Kämpfe gemacht hat. Ja, okay, dann war es bei mir. Ja, das war bei mir auch die erste. Okay. Echt? Die haben das in verschiedenen Reihenfolgen veröffentlicht? Die haben ja, okay, bei so einer Serie kann man das ja machen. Ja. Genau, ja, die wollten einfach gucken, in welcher Reihenfolge quasi. Die Leute, die gucken, wenn wir sie in dieser Reihenfolge wann mehr Leute abbrechen oder was. So. Ja, wann, in welcher Reihenfolge auch die Folgen besser passen sozusagen. Okay. Und ja, die erste fand ich auch super. Also damit habe ich auch nicht gerechnet. Die Shapeshifter-Folge hat mir gut gefallen. Ach, mit den Soldaten, Irak, mit den Werwolfen. Genau. Ah, die war auch nicht schlecht, ja. Stimmt. Die sah auch wieder unglaublich gut aus. Will gar nicht wissen, was so eine 17-Minuten-Folge gekostet hat in der Produktion. 17 Mark. Mal 17 Mark. 1,50 € die Minute. Nein, 17 Mark. Ach so, eine Mark pro Minute? Genau. Es gibt übrigens neue Folgen von Blacklist, Tim. Du magst es doch. Nee, habe ich in der zweiten Staffel, glaube ich, aufgehört. Ja. Ich habe irgendwann keine Lust mehr gehabt. Einfach nicht weitergeguckt, wie oft. Wie so oft. Überhaupt muss man ganz oft immer auch nur die erste Staffel gucken, das reicht auch. Fargo, ganz gutes Beispiel. Nur die erste Staffel gucken. Firefly, nur die erste Staffel. Das machst du doch mit Absicht. Obwohl in der zweiten Staffel Colonel Ty mitspielt. Was gucke ich denn jetzt? Achso, ich gucke ja jetzt Bosch. Das ich dachte, du wolltest Anno spielen. Gibt es das jetzt schon? Nein, alles, was Sie jetzt sehen, sehen Sie jetzt gerade. Nein, das gibt es aber jetzt demnächst. Ich glaube, nächste Woche müsste das kommen. Was ist denn das jetzt schon, Staffel? Die nach der letzten. Das läuft,
das läuft schon ganz schön lange. Gell? Wie nach Angel's Flight, das müsste schon die vierte oder fünfte, die vierte sein. Fünfte. Fünfte. Fünfte sogar schon. Fünfte. Ah. Die erste war das mit dem Serienkiller, die zweite weiß ich nicht mehr, die dritte weiß ich nicht mehr. Doch, irgendwann war noch Seven of Nine dabei. Und die vierte war die mit Angel's Flight. Nicht verfügbar. Die hast du noch gar nicht geguckt, Ben? Nee. Du hast aber auch kein Netflix, oder? Du hast keinen Amazon Prime. Doch. Doch, dann kannst du das mal gucken. Dann guck dir das mal an. Kannst du jetzt loslegen? Würde mit der ersten Staffel anfangen. Bis nächste Woche hast du dann die ersten vier Staffeln durch. Okay. Falls die so nächste Woche in 3 Tagen. Aber ich muss doch um 5 wieder aufstehen. Ja, guck's halt auf der Arbeit. Das würde gehen. Jeder normale Angestellte. Amazon ist nicht gesperrt. Ich habe heute mit dem, ich habe heute Morgen am Rechner bei Amazon die 8. Staffel Game of Thrones gekauft und habe schon so mit dem Cursor die ganze Zeit über den Play-Button geschwebt. Ich dachte so, oh nee, so lange warten, ich will die jetzt sehen. Aber dann kam jemand. Aber Amazon bringt die doch eh immer erst einen Tag später, oder? Also immer erst dienstags. Genau. Ach, kommt die, ich auch die auch jede, erst heute Morgen kaufen. Die da kommt auch jede Woche nur ein. Ja. Genau. Ich wollte die eigentlich gestern schon kaufen, einfach nur, damit ich sie habe. Ich wusste ja, dass es noch keine Folge gibt. Aber Amazon hat die dann auch erst heute zum Kauf angeboten. Du konntest sie also auch nicht vorbestellen. Das hat mich auch gewundert. Ja, fand ich sehr merkwürdig. Ich hatte Angst, wahrscheinlich haben die bis ganz zum Schluss noch um Preise geschachert. Kann gut sein, ja. Ist ja auch egal, oder wenn sie jede Woche kommt, ob sie jetzt einen Tag früher oder später kommt, dann bleibt ja der Abstand eh immer der gleiche. Ja, ja, ist mir auch egal. Ja, schon, aber das ist bestimmt hier wichtig, weil ich glaube, Sky darf die Folgen montags schon. Das kann sein. Ja, in der Nacht von Sonntag auf Montag. Um 3 Uhr, glaube ich, läuft die mal bei Sky. Easy Rider gibt's jetzt bei Netflix, habe ich noch nie gesehen. Den alten? Nee, den Film. Ja, ja, danke. Das war tatsächlich sehr, sehr witzig. Habe ich auch noch nie gesehen. Echt nicht? Also wenn das wirklich der ganz alte ist, der ist großartig. Der Dennis Hopper Easy Rider. Genau, der ist toll. Habe ich noch nicht gesehen. Es geht um Cannes, Vietnamkrieg und Roadtrip. Sagt Netflix. Und sehr, sehr vielen Drogen. Und mit Jack Nicholson, so wie es aussieht, auch. Mhm. Habe ich auf meine Playlist gesetzt. Also werde ich nie gucken. Sehr, was? Nein, ich gucke ja tatsächlich Sachen auf meiner Playlist. Hast du schon Dings gesehen? Nein. Der gefällt dir vielleicht. Ja, da wäre ich schon. The Founder? Nee. Weil da spielt auch der Birdman mit. Batman? Ja, genau. Founder? Michael Keaton. Ja, aber ich bin jetzt kein Michael Keaton-Fan unbedingt. Ich schon. Ach so. Du fandest einfach nur Batman gut. Ich fand Michael Keaton als Batman gut. Und als Batman. Also, The Founder ist ein guter Film über McDonald's. Okay. Über die Entstehung von McDonald's. Aber keine Doku, sondern ein Dramafilm. Okay. Drama Queen? Ja. Ich habe mir jetzt letztens hier Dingens angeguckt. Mortal Engines. Also davon kann ich jedem nur abraten. Okay, ich hab's schon vergessen, weil ich weiß nicht, was das ist. Das ist dieser Film mit dieser Sci-Fi-Fantasy-Film mit diesen fahrenden Städten, die nach der Apokalypse quasi über die Erde rudeln. War das nicht hier von Dings? Die Land-Titanic. Genau. Nee. Peter Jackson, doch, genau. Genau. Echt? Ja, das war echt scheiße. Nein. Oh. Okay. Also das Problem ist, also wahrscheinlich bin ich selber schuld. Ich habe das Buch vorher gelesen. Also weil die Idee, die fand ich ganz geil eigentlich. Ich auch, aber die Umsetzung ist überhaupt nicht gut. Vor allem, wenn man die Originalgeschichte dahinter kennt. Phil, wenn du nicht weißt, wer Captain Pike ist oder was der mit der Originalserie zu tun hat, es gibt ja bei Netflix auch die Originalserie, da kannst du dir einfach die Doppelfolge angucken. Das ist die einzige Doppelfolge überhaupt der Originalserie und da geht es um Captain Pike. Du kannst es mir auch kurz erzählen. Und die ist, die verwurstet den kompletten Pilotfilm. Weil der Pilotfilm eigentlich nie gezeigt wurde. Star Trek Enterprise. Die heißt Talos 4 Tabu.
Und wenn du die guckst, dann verstehst du viel mehr, worum es in dieser einen Discovery-Folge ging. Wo ist die denn? Staffel 1, also, Folge 12. Staffel 1, Folge 12. Ist jetzt aber Enterprise? Bitte? Nein, welche? Raumschiff Enterprise, 1968. Ach so, ich war jetzt bei Enterprise. Der, ja, genau. Ich mein Raumschiff Enterprise, nicht Enterprise. Aber das ist jetzt kein Meisterwerk an Spannung. Das muss ich dir auch dazu sagen. Aber da erfährst du alles über Captain Pike. Ja, vielleicht lese ich es auch einfach nach. Mal sehen. Okay, ich merke mir das mal. Ich habe auch noch nie Hot Fuzz geguckt. Da hast du was verpasst. Man sollte jeden Simon Peck-Film gesehen haben. Das ist ganz lustig. Meiner Playlist. Lost in Space. Ich war ja eh nie so ein Star Trek, also eh nie so ein Kirk-Star Trek-Fan. Dann habe ich immer eher Next Generation geguckt. Ich auch. Als zumindest, als ab dann das kam. Vorher habe ich immer Kirk geguckt. Ich fand sogar deswegen Next Generation am Anfang ziemlich scheiße mit diesem komischen, glatzköpfigen Captain, der nicht mal mit auf Außenmissionen gegangen ist, fand ich total scheiße am Anfang. Was ist denn das für ein Captain? Ja. Mir ging es genau andersrum, also weil ich kannte auch Next Generation vor dem alten. Und als ich dann irgendwann mal so die Kirk-Folgen gesehen habe, dachte ich mir, was ist das für ein Rüpel? Der hat überhaupt keine Manieren. Aber eigentlich geht es hier hauptsächlich um Spock in dieser Folge. Ja, aber muss man jetzt auch nicht sehen. Ich fand es ganz interessant, weil ich die auch noch nicht kannte. Und durch Discovery bin ich erst drauf gekommen. Aha. Nein, das sollte jetzt nicht abfällig klingen. Aha. Aha.